In der bewussten Nacht, 13. März, zum 13. März, glaube ich, machte der Zöllner da, der Grenzer, der war betrunken, machte den Schlag auf, jetzt sind wir frei. Da kann ich mich entsinnen. Verstehen Sie, im österreichischen Dialekt, jetzt sind wir frei, jetzt sind wir frei. Und da fuhren wir in dieser Nacht, es war sehr kalt, auf der offenen Fahrzeug. Ich war im MG-Schütze, war ich damals. Richtig schön durchgefroren, durch Oberösterreich und machten Halt nach schwieriger Fahrt im Gebirge. Und machten Halt im ersten Morgengrauen. Mag 5 Uhr morgens oder was so ähnlich gewesen sein, kann ich nicht mehr genau sagen. Und das habe ich schemenhaft in Erinnerung. Da stand auf einem kleinen Stadt, ich glaube, die hieß, das war Neustadt, glaube ich, heißt sie. Standen wir auf dem Markt, machten Halt, Pause. Waren aufgefahren, die Fahrzeuge, wir standen angetreten und die Menschen, da hingen die Fahnen raus. Die österreichischen Fahnen mit dem Hakenkreuz zum Beispiel, improvisiert. Da kamen die Menschen in der frühen Stunde auf dem Marktplatz zu uns und begrüßten uns. Also da holten sie, mich zum Beispiel, holten die Einzelnen, wollten die abholen, damit wir uns bei sich zu Hause da eine Tasse Kaffee trinken konnten. Uns ausruhen konnten. Sie holten sich uns, rissen sich um uns. Das war schon mal eine Begrüßung. Wir haben rundherum vor Staunen kamen wir ja nicht raus. Ne? Und wenn sie dann die Fahrt nach Wien am nächsten Tag, also unter Tag, war ein die gesamte Stand auf der Straße Spalier, alles voll. Die Menschen waren alle geströmt, jubelten und überall. Und dann in Wien, auf dem hellen Platz, war das noch viel schlimmer, nicht? Schlimmer, viel stärker, nicht? Eine Riesenmenge, wir waren zerquetscht da, mussten absperren, ich musste absperren mit, ich habe das also erlebt, wie verrückt waren die Menschen. Vor lauter Begeisterung. Ja. Aber das muss doch wirklich, ich meine, so eine Erinnerung, das muss doch, wie haben Sie das erlebt? Das muss doch wirklich wunderschön sein. Das muss wunderschön sein, oder? Unvergleichlich. Kann ich nicht vergessen. Das, so ist es. Wenn sie so bejubelt werden als Soldat, auch in Sudetenland strömen die Menschen zu uns und bloß um uns die Hände, am Fahrzeug. Wir saßen oben und um uns die Hand zu drücken. Ne? Das ist ein elementares Gefühl der Gemeinschaft gewesen. Das müssen Sie aus der Situation der Zeit nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg und nachdem Österreich und Deutschland durch das Diktat von Versailles so gelitten hat, das ist eben, das haben die ehemaligen Feindmächte selbst verursacht, dieses Zusammensetzen. Wie war das denn für Sie persönlich? Weil wenn man so ein Ereignis erlebt und dann 7, 8 Jahre später als Verbrecher dargestellt werden. Ja, das ist die Frage, unter der leidet man das für mein Leben, hat mein Leben bestimmt. Darunter habe ich leide ich bis heute. Ich kann es nicht vergessen. Kommt mir jeden Tag in den Sinn. Jeden Tag.
das ist derart widersprüchlich, dass die Ideale, die man hatte, sich von Deutschland als Deutscher, von seiner Deutschlands Zukunft vorstellte, vollkommen ins Gegenteil verkehrt worden sind. Durch die eigene Schuld, durch das eigene Verbrechen und dann obendrein den verlorenen Krieg. Sie sagen gerade das Verbrechen. Was meinen Sie mit dieses Verbrechen? Die Judenvernichtung, ja. Oder überhaupt, wenn man heute sagt, das Unrechtssystem, das Unrecht, KZ.